Einen wunderschönen Abend an die Geräte zu Hause oder wann auch immer Sie diesen kleinen Clip sehen. Mein Name ist Christian Schlegel. Ich nehme diesen Film über den DAX auf am 20. Dezember um 17.55 Uhr. Wir haben den großen Verfalltermin hinter uns. Wir haben Weihnachten vor uns. Es sind nur noch ganz wenige Handelstage. Ich selbst, das vorab, werde wahrscheinlich gar nicht mehr handeln. Ich sehe da keinen Sinn drin, am Montag oder Dienstag hier noch wilde Positionen hin und her zu schieben. Unabhängig davon werde ich natürlich Montag oder Dienstag auch noch Filme machen. Und dann müssen wir schauen, wie das Jahr dem Ende zugeht. Wie auch immer, das ist der DAX vor Ihnen. Ich mache mal den Jahreschart. Hier haben wir angefangen. Da ist also eine spektakuläre Performance. Ja, über 25%. Ich empfand es nicht als einfach. Ja, wir sind leider Sklaven eines Präsidenten geworden, der darum tweetet. Sehr ärgerlich, das muss man immer einkalkulieren und deswegen wurden die Stops sehr oft sehr nah gelegt, bei mir auch, manchmal zu nah. Aber wenn da mal eine Bewegung kam, waren die teilweise richtig heftig. Letztendlich, es hat schon Spaß gemacht, aber einfach war es nicht. Also wer behauptet Börse und einfach, also diese beiden Worte in einem Satz mag ich sowieso nicht. Es war kein leichtes Jahr. Nichtsdestotrotz schauen wir uns mal an, was jetzt hier das der DAX jetzt hier noch bringt. Also, wir sind in der Nähe des Jahreshochs, aber auch nicht mehr weit weg vom All-Time-High. Das war am 23.01. letzten Jahres bei 13.598,5. Einige Werte wie der Dow, Nasdaq, Standpur, MDAX haben diese Highs gesehen. Der DAX zuckt noch ein bisschen. Für mich wird das All-Time-High muss gebrochen werden, wenn wir die Verbindung aus dem oberen Band, sehen Sie hier, und diesen drei Kerzen, die wir vor drei Tagen hatten bei 13.400, wenn wir das im Schlusskurs rausnehmen, dann ist für mich, sind diese 200 Punkte hoch zum All-Time-High eigentlich nur Makulatur. Das kann der in einer Börsensitzung machen. Ob es wirklich reicht, noch in diesem Jahr, weiß ich nicht. Aber NTV hat es neulich gesagt, ich rechne grundsätzlich damit, dass wir sogar im ersten Vierteljahr eine 14.000 sehen, bevor wir hier eine, wem auch immer geschuldete, heftige Korrektur bekommen werden. Die kann uns, da habe ich also auch kein Problem mit, durchaus an die Lows von diesem Jahr, also 10.477 bringen. Ist meine Meinung. Ja, weil hier ist vieles ist nicht echt. Vieles ist nicht unternehmensbezogen, sondern es ist zinsbezogen. Deswegen darf ich der ganzen Geschichte hier ich eigentlich nicht so sehr trauen. Wie auch immer, wir haben super enge Bänder. Die 13.400 sind der Punkt nach oben, der uns bringen kann zu 13.600. Und die 13.000 unten drunter ist also auch ein Support, der reicht bis 12.800. MACD als Trendfolger, wir haben hier nichts anderes als eine Seitwärtsbewegung seit dem 1.11., seit fast zwei Monaten, genauso wie die Stochastik, gibt keine echten Signale, kann ich nichts mit anfangen, muss ich auch nicht, wie gesagt, ich möchte jetzt nichts machen, ich gebe Ihnen trotzdem hier mal einen Call an die Hand. Für diejenigen unter Ihnen, die unbedingt noch zwischen den Jahren, kurz vor Weihnachten und zwischen den Jahren handeln wollen, ein Call für den Fall, dass die 13.400 mit dem Schlusskurs rausgenommen wird, wäre zum Beispiel sowas hier, ein 12.937er, da sind wir unterhalb des unteren Bandes, 12.937, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer, oh Gott, wo ist meine Brille, kleine Sekunde, GB6HZR, das wäre ein Call, der kommt für mich in Betracht, wenn wir die 13.400 rausnehmen. Einen Put würde ich ein bisschen anders legen. Ich sehe die, ich nenne es ruhig mal, die Gefahr, dass wir die 13.400 rausnehmen, halte ich für relativ groß. Deswegen würde ich einen Put erst hinter das All-Time-High legen, 13.600. Und da gibt es eine ganze Menge, die zeitlich limitiert sind, aber der hier bietet sich an. Der ist bei fast 13.700. Das ist im Moment ein 35er Hebel, das ist keine kleine Option, steht bei fast 4 Euro, jetzt hier um 17.59 Euro. 13.699, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer Gustav Dora 697 und der K. GD697K. Muss ich mir gerade auch aufschreiben. GD697K. Der
Und kommt bei mir allerdings auch erst dann ins Spiel, wenn wir unter der 13.000 schließen. Das ist hier eine okay Unterstützung, aber wenn wir das machen, glaube ich, dass wir auch noch ein bisschen weiter runtergehen können. 35er Hebel im Moment. So, ich wünsche euch ein Heavy Trading, fette Beute, tolles Essen, viele Geschenke, Besinnlichkeit, eine wunderschöne Weihnacht und für diejenigen, die gar nicht mehr reinkommen, euch auch einen guten Rutsch auf zur nächsten Dekade. Und dann sehen wir uns ab Januar wieder. Alles Gute, bye bye, ciao.